Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei The Secret World. Und mit mir dabei, wie die letzten Male auch, der Lesrak Dark. Moin. Sieht heute ein bisschen anders aus als beim letzten Mal. Hat hier so einen komischen Ohrstöpsel an den Ohren und hat eine Drachenuniform an und ein dickes Schwert und irgend so was Komisches am Rücken, das aussieht wie ein Schlangenbeschwörerkorb. Karl sieht immer noch aus wie Karl. Und Eukalypta ist immer noch so fesch wie immer mit ihrem coolen Rucksack. Schöne Grüße auch an den Falken und an den Villandesch. Die gucken ja auch mal schön zu. Und ja, Mr. Falken, es dauert noch eine Weile, bis wir in die Instanz gehen. Ich traue mich noch nicht. Ich bin noch nicht bereit dafür. Ja? Das geht nicht nur Okay. dir so. So, was machen wir denn heute? Ähm, Wir haben hier noch die seltsamen Geschichten auf. Wir müssen zum Leuchtturm gehen. Und wir haben noch Eigentum der Inksmith Academy auf. An Nebenquests. ja, Dann müssen wir zur Academy. okay, ich hätte jetzt gesagt, erst einen Leuchtturm machen, aber okay. Ja, mir ist das egal. Wir können auch zuerst zum Leuchtturm. Du hast ja jetzt auch inzwischen das Motorrad, ne? Da muss ich mal meinen Sprinten umstellen. Warte mal. Dann können wir eine Motorradgang aufmachen. Ja. Moment. Wo war das nochmal? Bei Begleiter, ne? Ja. Festlegen. Ja, zack. Okay, wir haben beide dasselbe Nummernschild. Ja. Karl hat wieder kein Motorrad. Der fühlt sich bestimmt wieder ausgegrenzt. So, fahr mal vor. Okay. Ich muss nur kurz, ganz kurz auf die Karte gucken und ach, da hinten. Okay. So. Wo hast du bloß deinen Führerschein gemacht? Ich? Ich habe ihn ganz knapp bestanden, ehrlich gesagt. Okay. Okay, so genau wollten wir es jetzt auch nicht wissen, oder? Mein Quietschestuhl ist übrigens auch wieder dabei. Ja. Und er ist angenehmer als Karl, muss man bedenken. Für mich wenigstens. Angenehmer als Karl? Ja, Karl springt dazwischen gerade, wenn ich Heilung brauche. Ja, zwischen der letzten und dieser Folge ist wieder eine Woche ungefähr vergangen. Ich bin mal gespannt, ob ich das mit dem Heilen noch drauf habe. Ja, aber das kriegen wir schon irgendwie hin, Oh, da hoffe hinten. ich. Okay. Turbo! Oh, Bestimmt mit der Leiche. hier ist ein Nebenquest. So, weißt du, was ich auch noch ändern muss? Ich habe ja jetzt hier, weil wir das letzte Mal hatten wir ja gegen diesen komischen schwarzen Mann gekämpft. Ja. Das ist da lustig. Und ich habe noch die Skills noch anders drin. So. Solange du mich heilen kannst, ist mir das eigentlich egal. Ja, das geht noch. So, muss mal gerade gucken, ob ich die nochmal anders um. Ah, falsch, nicht die Map. Ich wollte nicht die Map. Wollte doch hier das Ding hier. Schmutzige Tricks. Das Feuergefecht. Aber weißt du was? Ich lasse das jetzt einfach erstmal drin. Ich wollte ja eh sparen noch eine Weile. Ich lasse es mal drin. So, hier verstümmelte Leiche. Nehmen wir das? Nehmen wir? Feld der Oh. Albträume? Ja, okay. Okay, die Felder in der Nähe untersuchen. Ob wir das hinkriegen, das Ich wird. hoffe. Da ist jemand an. Okay, ich hole mir. Komm her, komm her, komm her. Ja, genau. Boah. Ich kann mal ein bisschen mithelfen. Oh, das läuft schon mit dem Heilen. Die Kombo ist immer noch ganz gut. Warum hast du denn jetzt überhaupt das Schwert genommen anstatt dem Hammer? Finde ich hübscher. Okay. Aber es hat jetzt nichts mit den Fähigkeiten zu tun, also als Tank. Auch. Ich habe Okay, da ist noch gesehen, ein Gegner. ich wollte auf Rauschangriffe gehen und die sind bei Hämmer nicht dabei. Okay.
sehr schön. So, den haben wir auch. Aber in erster Linie, weil sie hübscher sind. Was hat mich denn jetzt eben getroffen? Warum blute ich? Ich blute! Ah, Hilfe! Das ist ein Zombie. Eine Kannibalenleiche. Hast du irgendwas, um die anzulocken? An einzelnen, ja. Okay. Kommt dann direkt mit zwei hier. Hab ich ja gesagt, Fans. So, müssen wir mich ein bisschen hochhalten und verlierst hier in der anlaufenden Wand. Ohne. Wo? Hinter mir. Ach ja, stimmt. Ja, sorry. Blutes. Naja, ich krieg die ganzen Treffer ab, also würde mich wundern, wenn ich nicht bluten würde. So, wo ist denn hier diese komische dritte Vogelscheuche? Herbstvogelscheuchen töten. Gibt es auch Sommervogelscheuchen? Ja, in Transylvanien. Das dauert noch, bis wir da sind. Ja. Oh, du brauchst aber richtig Teile. Meine Güte, da habe ich ja richtig was zu tun. Ja, ich will doch was zu tun geben. Was glaubst du, wie das erste Instanzen wäre? Was? Da geht die schneller runter, als dass du sie heilen kannst. Ich hoffe nicht. Ich auch nicht. Ich hab richtig Schiss davor. Ich habe noch nie getankt. Ich habe heute in irgendeinem komischen Forum gelesen, dass da war immer die Meinung, lernt endlich tanken, hat irgendeiner geschrieben. Ja. Es gibt anscheinend nicht so viele Tanks, wie es sich gefällt. Doch, bei Tanks ist, ja, also Tanks sind schon mal mit das Seltenste. Und das Problem ist, auch von den wenigen, die es gibt, können auch nur die wenigsten wirklich tanken. Okay. Also von wenig nochmal ist das ein kleiner Kreis. Hm. Ach, da hinten ist der Durchgang, okay. Was sind sie gefunden, die letzte Vogelscheuche? Ich habe den Durchgang jetzt gefunden zur Vogelscheuche, ja. Hatte ich irgendwie übersehen. Ich habe die Karte hier leider irgendwie, wie ist die hier beim Standard noch, die Minimap. Die kann man ja größer und kleiner machen. Kann man? Ja, hingehen und mit dem Mausrad. Falls du ein Mausrad hast. Ach so. Ja. Ich dachte, man kann dieses Fenster größer machen. Ach so. Nein, ich meinte jetzt einfach die Ansicht daran. Die habe ich mit meinem anderen Maler, falls einige den noch kennen, habe ich da natürlich halt. Natürlich ist er noch nicht so lange her für die Leute. Aber ihr könnt ja mal unten drunter schreiben, wie euch das gefällt, dieses, dass ich jetzt fast täglich hier eine Folge des Secret World hochlade. Kann ich meine Antwort schon jetzt sagen, statt sie zu schreiben? Das kannst du machen, ja. Ich find's gut. Ja. So. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte, aber... Gut, fahr vor. Ich folge dir. Jawohl, Ma'am. Weil es ist ja auch immer so eine Sache wie, wie kriege ich das hin, mich mit dir zu verabreden und zu spielen? Meistens nehmen wir ja ganz viele Folgen hintereinander auf. Ja. Und so eine Woche braucht dann ja schon so 8 bis 10 Folgen. Je nachdem. Mindestens aber 8 Folgen, denke ich. 9 bis 10 Folgen. Wow. Hm. Oh, da sind zwei Nebenquests. Wollen wir die auch noch erst machen? Na klar. Ja, wir können aber nur jeweils immer eine annehmen. Ja, aber wir haben ja noch was offen, ne? Ja. Aber egal, wir noch erstmal das Tagebuch hier. Oh. Stimmen seines Herrn. Müssen wir ein Tagebuch untersuchen. Okay, bla, blub. Okay. Die erste fehlende Seite finden. Ich scheint ja ein bisschen weiter weg zu sein, wa? Na dann, Gang vorwärts. Gut, dass wir Motorräder haben. Ja? Ich hab mir jetzt endlich geholt. Und? Also wenn ihr das sagt, das lohnt sich echt, also die Investition, finde ich. Vor allen Dingen, es gibt auch nur die accountgebundene Version, also für jeden Charakter. Ja.
Haben wir schon wieder Zombies angelockt? Ja, haben wir. Ah, was? Ey, das sind doch nicht mal Zombies. Oh, schmutzige Leute. Ich habe heute mit einem anderen Charakter gespielt, kurz. Ohne mich. Da habe ich festgestellt, dass diese Schmutzleute sich selber heilen. Ja, einige. Diese Drecksäcke. Einige, wie ich hatte, glaube ich, schon mal gesagt, aber die haben ja auch manchmal, also wenigstens die späteren, haben genauso eine Waffe wie wir. Und dann benutzen die halt auch dementsprechend Skills davon. Okay. Und mit Klauen kann man ja heilen. Ja, auf jeden Fall war das sehr nervig, weil ich stand nicht mit meinem Hammer irgendwie vor denen und hab die ganze auf die eingedroschen und die haben sich ständig wieder hochgeheilt. Und dann bin ich gestorben deswegen, weil ich die nicht kaputt gekriegt habe. Ja, so einen Gegner kenne ich auch. So müssen sich unsere Gegner fühlen, wenn sie auf dich einschlagen. Ich glaube, das sind Zombies, ich glaube, die denken nicht. Aber das sind doch Schmutzleute hier. So wie er jetzt auf dich einschlägt zum Beispiel. Ja, die werden ferngesteuert. Echt? Ja, die werden ferngesteuert. Ich muss ja auch mal sagen, ich krieg von der Story von dem Game jetzt hier im Moment relativ wenig mit. Das intensiviert sich nachher. Ich bin da so ein bisschen raus. Irgendwie dieser Typ, der nach diesem komischen Schwert sucht und anscheinend die Zombies hier auf der Insel irgendwie kontrolliert, den haben wir ja verloren. Ja. Der ist ja hier in diesem Gang verschwunden. So, und aber sonst kriegt man ja nicht so sonderlich viel mit von dem, was hier eigentlich passiert. Und diese ganzen Charaktere, die hier auftauchen, der Parkbesitzer oder Rück so, V. Das ist ja... V, denn damit du alles automatisch in der Gegend ein. Ach so, ja. Wo war ich? Ach so, dieser Parkbesitzer zum Beispiel oder dieser komische Indianertyp. Ich weiß nicht, also. Der Indianertyp. Ja. Du hast es mit Spitznamen, oder? Erst Pokéball-Typ, jetzt Indianertyp. Ja, Pokéball-Indianertyp. Oh, die war das. Welche das? Die? Oder doch nicht? Den schmutzigen Hausmeister töten. Ein Hausmeister, der schmutzig ist. Oh, da ist er. Also wie gesagt, die ganzen Nebencharaktere, die hier auftauchen, die haben zwar alle irgendwie so eine Story, aber naja, das wirkt so beliebig ein bisschen. Ich meine, das mag vielleicht auch am Spielprinzip liegen. Das kann man halt in einem MMORPG wahrscheinlich nicht so tiefgründige Charaktere nicht bauen. Weiß auch nicht. Lass es dir von einem sagen, der schon viele MMOs gespielt hat. Es geht. Ja, also ist das dann was hier wahrscheinlich dann nicht so gut gelöst ist, oder was? Da hätten sie mehr Arbeit reinstecken können. So, jetzt müssen wir wieder zurück zum Leuchtturm. Ja, da war doch bei der Hütte war ja noch eine andere Quest. Ja. Jetzt haben sie uns hier ganz weit weggeführt wieder. Macht ja. Was, links oder rechts? Rechts rum, ne? Ja, da hinten ist er. Wie findest du eigentlich meine zurückgegelten Haare und die Totenkopfbemalung im Gesicht? Ja, ganz schick. Bist du sicher, dass es hier lang geht? Nein. Ich meine, wir müssen nämlich hier abbiegen. Ja. Ja, was lässt du mich auf die Führung übernehmen? Ja, irgendwas mussten die Männer doch machen. So, du warst beim Friseur in-game. Das kann man nämlich auch. Können wir vielleicht auch irgendwann mal zeigen. Obwohl, ich finde die Frisur, die Eukalypta hat, eigentlich ziemlich gut. Oh, nicht nur du. Ich mag die auch. Eukalypta hat auch inzwischen ein paar neue Outfits, aber die kommen vielleicht irgendwann anders nochmal zur Geltung. Ja, irgendwann können wir ja mal eine Modenschau-Folge machen. Ja, dann machen wir mit Villandesch, der hat dann viel mehr von uns. Ja, ne. Hat er ja schon angekündigt, er wollte mal eine Modenschau machen. Ja. Dann kann der Maler-Ehe, der ist ja Templer, der kann dann ja auch ein bisschen was zeigen. Der kommt auch mal wieder vor. Falls einige Leute ihn vermissen, glaube ich aber nicht. Ungeöffneter Brief. Ey. Okay. Federn fliegen durch die Gegend. Was glaubst du? Mit was für einen Gegner haben wir es zu tun?
Diese Rabenviecher. Diese Raben, ja, lass ich gelten. Karl, deine Kumpels wieder oder was? Wo sind denn jetzt hin? Was soll ich machen? Die Raben verfolgen. Den Raben verfolgen. Oh, nicht schon wieder. Wir haben doch unsere Krähe dabei. Wir müssen ihn gar nicht verfolgen. Ja, er ist eine Krähe. Wir sollen Raben verfolgen. Obwohl es unlogisch ist, ich dachte eigentlich immer, Raben hätten farbige Schnäbel. Und Krähen hätten schwarze. Der gerade aus. Ah, da sitzen sie, die blöden Raben. Führt uns wieder super weit weg hier, wa? Nun super weit nicht. Hier waren wir doch eben schon. So, jetzt gibt's KP. Oh, ein Wiedergänger. Hallo Wiedergänger. Nicht auf den Heiler, nicht auf den Heiler. Mir kannst du so oft ins Gesicht schlagen, wie du willst. Ja, ein bisschen. So, ich habe dich jetzt kein einziges Mal geheilt in diesem Kampf. Du hältst ganz schön was aus. Ja, ich habe auch ein bisschen Selbstheilung, also. Zack. Ich muss mal gerade gucken, auf was ich denn mir noch holen musste. Ja, aber ich glaube, die Pistolendrohnen wollte ich mir als erstes holen, oder? Ja, die Gesundheitsdrohne. Ich hole mir zuerst für heilende Funken für die Faustwaffen noch, für 21 Punkte. Da brauche ich aber erst noch einiges für. Damit wir das erstmal fertig haben. So, wieder zurück zum Leuchtturm. Her und hin und hin und her. Hätten ja ruhig mal so einen Spawnpunkt da an dem Leuchtturm machen können, ne? Ja, hätten sie. Aber die werden doch sowieso jetzt aktiviert, wenn wir mal in der Nähe waren. Ja, aber wir waren doch in der Nähe von Leuchtturm. Ja, okay. Und außerdem, es gibt einen da. Beim Leuchtturm selber, ja, aber der ist unten beim Leuchtturm. Also unterm Berg. Okay. Und dann muss man einen gewaltigen Umweg nehmen. Da sind wir so sogar schneller. Ach, ist Nitro aktiviert? Ja. Ja, muss ich mich nur dran gewöhnen, dass es die Funktion ist, weil der ist ja immer so ausgegraut. Das sieht für mich immer so aus, als wäre er noch auf Abklingzeit. Ja, das stimmt. Ah ja, da. Ich sehe den Spawnpunkt, ja. Da ist irgendwas. Ich springe mal übers drüber. Ha! Keine Chance, das Vieh. Bericht senden. Und schon brauchen wir nur noch... rechnen. 15 Punkte. So, jetzt hier. Ich hasse Tiere manchmal. Was? Wie? Ja, wo draußen bellt gerade ein Hund. Bei mir. Ach so. Ja, wir haben jetzt einen ziemlich heiteren Hahn in der Nachbarschaft. Hast du nicht gesagt, das ist der leiseste Hahn der Welt? Ja, habe ich gedacht. Aber der ist in den letzten Wochen irgendwie. Ja, ist er aufgewacht. Vielleicht ist er jetzt du möchtest Brunft mit Sicherheit wissen, ne? Hier lang zum Wissen. Hier lang zum Wissen. Was? Wissen? Wissen? Was? Wo? Wissen? Ich hab Wissen. Wissen, 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 Wissen. Ah, Wissen! Ja, ich weiß, wie ich Eukalyptern eine Freude mache. Ja, wenigstens einer. Was soll das jetzt heißen? Hörte sich wie eine Kritik an jemand anderen an. Nein. Guck mal, das ist doch mal in der Wohnung hier. Hauptsache, er hat hier eine Mikrowelle und ja, ich Dosenfraß. Ich könnte hier auch leben. Bin ich ehrlich. Ein Radio. Oh nein, kein Aschenbecher. Ich könnte hier nicht leben. Du kannst doch kurz die 3 Meter hier auf den Balkon gehen und nach unten aschen. Ist doch egal. So, Sam Krieg.
Nehmen wir davon was an hier, den obersten. Das Leben imitiert die Kunst. Ja, ne? Jo. Sie könnten wirklich eine meiner Figuren sein. Sie lieben das Böse. Sie laufen nicht davor weg. Sie wollen es nicht meiden. Sie begrüßen es. Sie wollen es. Sie laden den Schmerz ein und heißen das Leid willkommen. Sie stürzen sich in den Dreck und versuchen nicht, ihn wieder abzuwaschen. Und wenn sie am Ende wieder rauskriechen, ist ihnen der Gestank egal. Oder dass der Makel an ihnen haften bleibt. Sie sehnen sich danach, gleich wieder reinzuspringen. Wie ein Junkie, der um einen Schuss bettelt. Und es soll niemals enden. Sie brauchen das. Ihre gesamte Identität, ihr raison d'être, alles hängt daran. Denken Sie nach. Wer wären Sie? Was wären Sie? Ohne das hier. Ohne Ihren Kampf gegen das Böse. Ohne Ihre geheime Welt, Ihre heiligen Bruderschaften, Ihre Ränge, Titel und Rituale. Sie wären nur eine weitere miese Arbeitsratte, wie alle anderen, die für Lohnzettel und Wochenenden leben. Ein einziger alkoholgeschwängerter Abwärtstrend bis ins kalte, dunkle Grab. Aber wahrscheinlich glauben Sie an das, was Sie tun. Dass es richtig ist und gut. Sie machen es, um es anderen zu ersparen. Sie opfern sich für das Team, sie bücken sich, sie machen die Beine breit und lassen die Dunkelheit in sich rein. Und irgendwie rechtfertigen sie das Ganze mit einer Art zweckmäßigem Pragmatismus. So machen das alle aufrichtigen amerikanischen Helden. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Suchen Sie sich einen Abgrund zum Reinspringen, suhlen Sie sich im Dreck. Vielleicht ist das diesmal anders. Vielleicht können Sie alle retten, vielleicht finden Sie endlich Ihren gottverdammten Frieden. Ihren Abschluss. Sie sind wie jeder einzelne der Figuren, die ich je erfunden habe. Ab Seite 1 im Arsch. Was tust du denn da hinten? Ich tanze Macarena. Gruselig, ja. Du bist genauso gruselig wie der alte Mann hier. Ja, der ist nett, oder? Ja. Aber mir ist ja was eingefallen. Was denn? Wir haben was vergessen. Was denn? Im Vergnügungspark gab's noch eine Forschungsquest. Oh ja, kommen wir irgendwann mal machen. Ich habe jetzt spontan gerade Lust, hier dem alten Mann meine Pistole an den Kopf zu setzen und ihm die. Ja, weil ja. Der ist mir nämlich total unsympathisch. Okay, ich weiß gar nicht, warum ich ihm überhaupt jetzt hier helfen soll. Was? Ja, ich bin runtergesprungen. Ach ja, wir sind ja Superhelden. Hey. Ich würde uns eher als Monster bezeichnen, aber das wäre Wortklauber. Nein. Naja, für die Gegner sind wir mit Sicherheit Monster. Da hinten ist irgend so ein Zombie-Goliath. Ja. Und hier ist jemand, der mich kaputt hauen will. So. Ein Zweldraug. Warte mal kurz. Ja. Okay. Ich wollte mir deine MPs mal angucken kurz. Malai benutzt nämlich jetzt auch Pistolen. Die sind cool, ne? Ich finde die vom Waffendesign sehen die ganz gut aus. Sieht ein bisschen albern aus mit den MPs mit viel Fernrohr da zu schießen, aber. Ja, ich hatte auch, als ein Brutkultur angefangen hatte, hatte ich zwei wirklich hässliche MPs bekommen als erstes. Drohne! Nein, ich frage dich. Mache das nur, um dich zu verwirren. Das glaube ich dir sofort, ohne den Hauch eines Zweifels. Ja. Oh, guck mal. Oh, die boxen sich. Sollen wir eingreifen? Ja, wir greifen ein. Achso, das war eine Frage. Ich dachte, das wäre eine rhetorische Frage gewesen. Es ist sowas wie, schaffen wir das? Ja, wir schaffen das. Bob, der Baum, weißt du? Ja. Sehr schön.
Finde ich gut. Na, die Heilung ist manchmal nötig. Lass mich raten, Karl ist dazwischen gesprungen. Naja, wahrscheinlich. Du hast gesagt, V muss ich drücken. Ja. Dann sammelst du alle im Umkreis ein. Im Umkreis von was? Von dem Radius. Ich habe aber was vergessen. Beuteoption. Warte. Na, Karl. Ist schon blöd, wenn man nicht Karl über sich stehen hat, wenn man angeklickt wird, ne? Der Swelzerfleischer, der hat's schwer. Ach, du bist es da oben, ich wollte gerade. Ja, ich schieß die ganze Zeit und helf dir. Ich hab nur die Beine gesehen, dachte, oh, jetzt kommt noch einer. Nein. Aber so richtig Heilung hast du ja nicht gebraucht gegen den. Dann schieß ich lieber. Weißt du, was ich leicht verwirrend finde? Was denn? Warum ist der Zombie-Goliath auf die Draugs losgegangen? Der wurde doch geschaffen als Sklave von den Draugs. Woher weißt denn du das schon wieder? Das haben wir bei Kingsmont alles erfahren. Echt? Ja. Hab ich nie mehr gekriegt. Okay. Ja, hier war eine Frau drin. Ah. na komm. Warum läufst du von mir weg? Ich hab's gewusst, ich hätte das Gesicht zulassen sollen. Ja, ich finde die Pistolen sind echt nicht so schlecht. Ja, die sind, ich find sie auch richtig toll. Oh, du musst mal wieder geheilt werden, ne? Keine Ahnung, ich hab doch nicht auf meine Lebenspunkte. Da vertraue ich voll dir. Ja, ich weiß nicht, ob das so ist. So. Nee. Muss mal ein bisschen wieder Ordnung schaffen in meinem Inventar hier. Okay, noch zwei. Ich habe ja auch in meinem anderen Durchgang, ja, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, hier mit Schrotflinte und Hammer gespielt. Ne? Und ich finde, am Anfang ist das eine richtig coole Kombo, da macht man richtig Schaden, auch bei Gegner, Mobs und so. Die Kombi gibt es als Deck bei den Templern. Ja, gibt's glaube ich überall als. Nein. Nicht? Es gibt nicht überall das gleiche. Es fehlen sogar einige Kombinationen komplett. Hm. Okay. Auf jeden Fall war ich sehr, wenn ich jetzt, wo ich in der Savage Coast bin mit dem Charakter, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich echt extrem Schwierigkeiten habe. Und ich finde den Schaden momentan so extrem niedrig. Aber das Gefühl hatte ich, glaube ich, mit allen Charakteren in der Savage Coast, dass der Schaden so extrem runtergeht. Scheint so ein bisschen an dem Gebiet zu liegen, dass dann langsam die Gegner stärker werden und man irgendwie das Kingsmith noch so verwöhnt ist, dass man die Horden nochmal niedermachen kann. Ne? In Ägypten wird schlimmer und in Transsilvanien nochmal schlimmer und in Tokio setzen die nochmal 10... Nein, das stimmt alles nicht. Was ist das denn hier? Draugkönigin. Sie ist hässlich, töten wir sie. Oh Gott, sie ist hier wirklich hässlich. Was? Ja, und die ist nicht besonders stark. So ein Gesicht könnte nicht mal eine Mutter lieben.
Doch, könnte sie. So. Ein altes Schiffswrack finden müssen wir jetzt. Mehrere Draugs. Auch, ja. Wegen zwei brauchst du Hilfe, ne? Ja, sich ein. Was brauche ich? Wegen zwei brauchst du Hilfe. Ja, du brauchst wahrscheinlich auch nur gegen einen Hilfe. Nein, nein, nicht. Wegen zwei. Yay, KP! Yay! Juhu! So, wo ist das Schiffswrack? Die Drohne ist echt. Die. Welche benutzt du denn momentan? Ja, immer noch die aus dem ersten Ring, die. Die nur 5 Meter Reichweite hat? Keine Ahnung, wie viel Reichweite die hat. Weil die erste, die schießt nur auf Gegner, die 5 Meter von dir weg sind. Ja, ist mir aber egal. Hauptsache, sie schießt auf Gegner. So, 15 Zombies entlang der Klippe töten, aber ich denke, das ist doch was, was man beim nächsten Mal machen kann. Komm mal hier runter, dann können wir ein tolles Gruppenfoto für einen Screenshot machen. So, guck mal böse. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.